Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Ja, an einem weiteren Aufnahmetag. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage lang Aufnahmepause gehabt vom Bausimulator. Und ja, jetzt ist die Frage, wo waren wir? Wir waren am Wasserkraftwerk und haben hier angefangen gehabt, die Erde rauszuschaufeln und haben die immer hier in den Knickgelenk-Muldenkipper geschmissen mit unserem Radlader. Und damit sind wir eigentlich recht gut dabei. Wir haben 74% davon abgeschlossen und ich leere gerade erstmal den Knickgelenk-Muldenkipper. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter hier. Ich habe eben gerade vor Beginn der Aufnahme noch ein paar Fahrzeuge getankt und repariert. Das heißt, bei der Ausbaustufe fehlt jetzt nur noch ein einziges Fahrzeug, das wir reparieren müssen. Wenn ich dran denke, machen wir das am Ende der Folge und dann haben wir die Ausbaustufe auch abgeschlossen. Dann ist die komplett. Dann geht es quasi weiter in der nächsten. Dann müssen wir, glaube ich, wenn es so ist wie bei der europäischen Kampagne, dann nochmal 25 Fahrzeuge tanken und reparieren. Eine sehr elendige Aufgabe, aber gehört halt irgendwie auch zum Spiel dazu. Ich habe halt jetzt das meiste außerhalb von der Aufnahme erledigt und wir fahren hinten an den kleinen Absatz dran. Die Maschine kommt nicht drüber, alles klar. So, da schafft es. Unser schöner Radlader, das große Biest. Ja, mal schauen. Ich kann ja gerade mal nachgucken bei der Ausbaustufe. Wir sind quasi momentan noch bei M. Fehlen, wie ihr seht, bei Reparieren noch 4%. 4% ist ein Fahrzeug hier in dem Fall. Und wir können die Tankstelle kaufen. Machen wir natürlich direkt. Wir haben ja genug Knete. Ansonsten geht es dann bei L weiter. Kampagnen 50%. Ja, wir müssen natürlich zwei Kampagnen beenden. Eine haben wir schon komplett. Eine fehlt noch. Wir brauchen 18 Baumaschinen. 5 Millionen Vermögen, 50 Tankfüllungen und 50 Reparaturen. Ja, das mit dem Tanken und Reparieren, richtig elendige Aufgabe. Aber wie gesagt, gehört nun mal zum Spiel dazu. Und so viel haben wir dann eigentlich gar nicht mehr zu erledigen für die Ausbaustufe. Heißt, wird wahrscheinlich auch recht schnell dann gehen. Außer die 5 Millionen ist natürlich so eine Sache. Die hat man nicht mal so von heute auf morgen zusammengespart. Übrigens, nicht wundern, habe ich auch schon in einem anderen Let's Play gesagt, ich bin momentan schon wieder leicht verschnupft, falls man das irgendwie hört oder ich ab und zu wieder oder mehr husten muss und ich mich mehr muten muss und Nase putzen und so weiter und so fort. Ich bin einfach schon wieder verschnupft. Nicht mal Corona komplett überstanden, aber naja, was will man machen? Kann man nichts machen, muss man mit leben, muss man durch. So ist das. Ja. Aber ist auch gar nicht so schlimm irgendwie. Diesmal, normalerweise, wenn ich Schnupfen habe, dann liege ich fast eine Woche richtig flach. Das haut mich immer, so ein kleiner Schnupfen haut mich halt richtig um. Männerschnupfen, jedermann kennt's. Kann einen schon richtig aus den Socken hauen. Aber diesmal irgendwie, keine Ahnung, mir läuft einfach nur die Nase. Ich habe einen rauen Hals und die Stimme ist halt noch schwieriger als vorher noch von Corona. Ansonsten fühle ich mich eigentlich recht fit, muss ich sagen. Fühle mich eigentlich recht fit, aber die laufende Nase nervt halt ein bisschen. Naja. Wie gesagt, muss man durch. So, die eine Schaufel werden wir noch irgendwie draufkriegen, hoffentlich. Ah, komm, Spiel regelt. Passt schon. Passt schon. So. Einmal leeren, fast 7000 für eine Ladung Erde. Hab noch ein kleines bisschen in der Schaufel drin. Ich habe nicht alles abgeladen. So. Der eine Klumpen musste noch drinnen bleiben. Der eine Klumpen musste noch drinnen bleiben. Ja, aber ich finde eigentlich bei der Aufgabe, man konnte das hier recht angenehm im Radlader freischaufeln. Hatte fast die Befürchtung, das wird zu anstrengend, aber nee, hat eigentlich am Ende doch recht gut geklappt. Weil wir hätten ja auch notfalls mit dem Bagger noch arbeiten können und so weiter und so fort. Aber ging doch recht gut. Jetzt mit dem riesen Gefährt hier. Das Schöne ist, die Radlader sind halt so extrem wendig durch dieses Knickgelenk. Man kann hier unten also perfekt rumrangieren, ohne Probleme. Auch mit dem riesengroßen Biest. Mit dem Bagger, glaube ich, hätte das alles noch viel länger gedauert, wenn wir das alles langsam weggeschaufelt hätten. So, ich muss aber gerade mal Näschen putzen. Ich mute euch mal kurz.
So, wieder zurück. Und ja, wir müssen den Bereich jetzt räumen. Ich habe auch schon gesehen, wir haben hier einen schönen Kranplatz. Da freue ich mich drauf. Wir können einen Turmdrehkran aufstellen. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. So. Ah, wo stellen wir jetzt den Radlader jetzt mal hin? Ich bin ja für hier. Hier sieht es auch gut aus. Und wir lassen noch die Schaufel ab, damit sich niemand den Kopf stößt. So. Licht lassen wir an. Rundumleuchten natürlich auch. Und den Muldenkipper fahren wir auch noch zur Seite. Dann geht's auch schon weiter mit dem nächsten Abschnitt. So, können wir eigentlich hier direkt stehen lassen. Schön um die Kurve geknickt. Warum nicht? Und wir sollen Materialien liefern. Aber ich würde sagen, wir stellen gerade einfach erstmal den Kran auf. Da haben wir einmal den ganz kleinen, der ist aber, glaube ich, etwas zu klein für diesen Bau hier. Und wir nehmen wieder den mittleren, weil der einfach von der Reichweite ein bisschen weiter kommt. Ich hoffe, der reicht hierfür, weil wir müssen bis da hinten hin, wenn ich richtig gesehen habe. Könnte eng werden, aber wir gehen jetzt erstmal zum Baustoffhandel und besorgen die ganzen Materialien. Und dann sehen wir das schon, ob es reicht oder nicht. Zweimal Deckenelemente, zweimal Betonträger, zweimal Holzdeckenelemente. Hatten wir die schon mal benutzt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Die Holzdeckenelemente sagen wir jetzt nicht ganz so viel. Palette Sandwich Element hatten wir das. Sagt mir gerade auch nichts, ehrlich gesagt. Weiß ich gar nicht. Hatten wir das schon mal in der europäischen Kampagne benutzt? Ich glaube nicht. Ich glaube ja nicht. Wir lassen es wieder direkt an die Baustelle liefern und dann stehen die ganzen Sachen jetzt da hinten. Was ist denn ein Sandwich Element? Ist das so eine Dämmung? Kann das sein? Ich wüsste jetzt sonst nicht, was das sein soll. Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Dämmung ist. Vielleicht irgendeine Gipsplatte außen, dann schon die Dämmung dran und vielleicht auf der anderen Seite auch schon wieder eine Gipsplatte. Keine Ahnung. Einer von euch weiß es bestimmt. Einfach bitte in die Kommentare schreiben. Dann lerne ich wieder ein bisschen was dazu. Aber ich könnte mir halt denken, dass es sowas wie Dämmung ist mit halt schon Gipsplatte dran oder Fermacell oder keine Ahnung. So, Palette Holz. Was war denn jetzt die Palette Holz? Fragen über Fragen. Ich denke mal, das hier ist die Palette Holz. Das andere sind diese Holzdeckenelemente oder so. Das sind nämlich größere Paletten. Ich gehe mal davon aus, die hier ist gemeint. Die hatten wir ja schon öfters. Ist nur die Frage, wohin? Dahin! Direkt nebenan, das ist natürlich gut. Das ist natürlich sehr gut. Und sogar fast perfekt ausgerichtet. Können wir so lassen. So, dann haben wir noch die Palette Betonschalung. Das heißt, wir brauchen auch gleich den Betonmischer wieder hier. Ist auch eine ganz feine Sache. Müssen wir den wieder herholen und die Betonpumpe brauchen wir wahrscheinlich auch. Entschuldigung. So, was nehmen wir? Wir nehmen erstmal das hier. Ist ganz schön weit weg, wo wir gerade arbeiten. Also eine große Entfernung zu den Materialien. Aber es geht schon. Man sieht die Markierung noch einigermaßen gut in dem Fall. Ja, so, gerade mal ein bisschen auspendeln lassen. Langsam ablassen. Braucht man fast eine Brille aus der Sicht, aber es geht gerade noch so. Ich hoffe, man sieht es auch im Video ganz gut, weil ja im Video nochmal die Qualität ein bisschen anders da ist als so im Spielen. Ist ja im Video nochmal ein kleines bisschen schlechter, muss man ja leider sagen. So. Bewährungsgitter brauchen wir noch. Da haben wir hier das Riesenpaket. Das erkennt man ganz gut. Das tut sich ja so ein bisschen abheben von den anderen Materialien. Brauchen wir auch bei jeder Baustelle. Normalerweise könnte man sich wirklich Bewährungsgitter einfach so ein 100er Pack ins Firmenlager stellen. Da ist das ein bisschen günstiger, wenn man das dann holt. Aber so dringend haben wir das Geld auch nicht nötig in dem Spiel, weil, oh Gott, wir haben jetzt schon wieder 2 Millionen. Es ist einfach Wahnsinn, wie man hier Geld verdient. Das ist einfach Wahnsinn. Man kann gar nicht so viel ausgeben, wie man eigentlich einnimmt. Es ist wirklich schwer, hier bankrott zu gehen eigentlich. Wie gesagt, bei mir ist ja auch, oder ihr habt es ja auch gesehen in der europäischen Kampagne, mir ist einmal das Geld ausgegangen.
Da habe ich einfach zu viel Fahrzeuge investiert auf einmal. Musste dann halt ein Fahrzeug wieder verkaufen, damit ich mir Baumaterialien kaufen konnte. Aber das war auch das einzigste Mal. Und irgendein unnützes Fahrzeug verkauft und man hatte wieder genug Geld zusammen. Also das ist wirklich auch kein Problem. Notfalls kann man ja sogar einen Kredit aufnehmen, aber den braucht man eigentlich auch nicht wirklich. Kommt man auch eigentlich gut ohne zurecht. Plattenfundament gießen. Wenn ich richtig gesehen habe, ist es hier in dem Loch drin. Genau. Tatsache. Was wäre eigentlich, wenn ich jetzt da runterfalle? Da gibt es ja gar keinen Weg raus. Da müsste man sich irgendwie wegteleportieren. Gefährlich, gefährlich. Da fehlt eine Leiter. Na gut, wir müssen Plattenfundament gießen. Ist nur die Frage. Ich glaube, wir holen einfach wieder den Kübel her. Warenlager. Wir nehmen einfach den. Weil für das kleine bisschen jetzt die Betonpumpe herholen, weiß ich ja nicht. Es kann natürlich sein, dass wir dann wieder viel mehr Beton gießen müssen und dann holen wir uns natürlich die Betonpumpe, wenn es wieder angenehmer mit der ist. Ansonsten, wir probieren es erstmal wieder für das kleine Teil mit dem Kübel. Die großen Maschinen können wir ja dann immer noch auspacken. Das ist ja überhaupt nicht das Problem. So. Erstmal jetzt da unten schön betonieren. Ich glaube, aus der Sicht haben wir auch noch nicht betoniert. Das ist auch mal was anderes gerade. So, da haben wir doch schon 50%. 60 jetzt sogar schon. 80. Ah, das war ein bisschen falsch gelenkt gerade, aber kriegen es trotzdem, glaube ich, mit einer Füllung hin. 99. 99, es wird spannend. 100. Sehr schön. Okay, Wände gießen ist jetzt natürlich mit dem Kübel gar nicht so fein und gar nicht so geil. Aus der Sicht glaube ich sowieso überhaupt nicht. Aber wir probieren es gerade mal. Normalerweise treffen wir. Ja, Kübel ist leer, wir treffen also. Ja, Wände gießen ist mit der Betonpumpe viel angenehmer. Aber mit ein bisschen Übung kriegt man das auch mit dem Kübel ganz gut hin. Und ich verwende ihn halt sowieso total gerne, muss ich sagen. Weil der halt einfach so schnell einfach am Kran dran hängt. Die Kransteuerung ist eigentlich ganz schön. Man kann direkt losbetonieren, muss nicht ständig zwischen den Maschinen hin und her springen. Also ich sehe da eigentlich fast nur Vorteile. Ja, mit Wendegießen wollt ihr mich ärgern, aber es hat ja eben auch ganz gut geklappt. Deswegen, wir probieren es einfach nochmal weiter mit dem Kübel. Ist halt jetzt ein bisschen größer, der Bereich. Aber ey, können ja, damit er nicht pendelt, den einfach hier auf die Mauer draufstellen. Ist auch ein Trick. So, befüllen. Läuft direkt weiter. Perfekt. Gerade einfach mal auf der Wand abgesetzt. Okay, das ist wieder eine Entfernung, wo ich nichts sehe aus der Sicht. Einfach wieder schön abgesetzt auf der Wand. Wir lassen einfach laufen. Wir sehen es ja an dem gelben Balken. Wenn das Material nämlich verschwindet, dann trifft man. Wenn das Material nicht mehr verschwindet, ist die Wand wahrscheinlich voll. So. Ich glaube, das Material läuft. Ich sehe es gerade nicht richtig. Ah, die Wand da ist voll. Das ist gut. Das ist schön. Gut, dann schalte ich es gerade mal ab und dann gehen wir erstmal hier vorne oder hier links an die Wand dran. Wo ich natürlich wieder überhaupt nichts sehe, da wo ich hin will. Also gut, dann ziehen wir es ein bisschen zurück und fangen da einfach an mit dem Betonieren. Noch einmal hochheben. Einmal vor. Absetzen. Könnte passen. Ist voll daneben. So aber. So, schön abgestellt, dann pendelt der nicht. So, direkt neu gekauft, dann läuft es direkt weiter. Ja, dass da natürlich jetzt der Übergang ist, ist nicht ganz so praktisch. Es hat uns tatsächlich jetzt den Kübel verdreht, das ist natürlich gar nicht schön.
Weil genau drehen kann man den nicht. Der schwingt halt immer so ein bisschen nach. Aber ich glaube, ich hab's wieder einigermaßen. Es ist halt eine Baustelle auf einer anderen Ebene. Ja, mit der Ego-Perspektive und Kran und Kübel eine Wand gießen. Das ist schon... ja, muss man können. ich treff gerade, glaube ich, nicht so ganz. Ja, die Folge, für die man eine Brille braucht, eindeutig. Aber ich finde halt, das macht so viel mehr Bock. Keine Ahnung warum, aber ich bin so einer, ich liebe Ego-Perspektiven in Spielen. Weiß nicht warum, aber ich liebe es einfach. Auch wenn es mich manchmal beim Arbeiten behindert oder beim Spielen behindert, zum Beispiel Formel 1, PlayStation. Mit den neuen Formel 1 Autos finde ich die Sicht in der Ego-Perspektive richtig schwierig, weil man einfach einen großen Teil der Strecke in der Ego-Perspektive meiner Meinung nach nicht sieht. Man sieht auch nicht direkt, was vor einem los ist. Ich drehe gerade den Kübel so ein bisschen, bis der passt jetzt. Und ich spiele Formel 1 ab und zu mit meinem Vater. Haben wir früher schon immer gemacht, Formel 1 2003, PlayStation 2, wenn ich mich gerade nicht irre, oder 2005, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendwie wird die Wand da nicht voll, ich weiß nicht warum. Jetzt, 100%, okay. Ja, er spielt in der Third-Person-Ansicht, er sieht quasi die Strecke komplett gut, weiß, was er macht, und ich fahre in der Ego-Perspektive. Ist natürlich komplett anderer Schwierigkeitsgrad, weil man da einfach total wenig sieht im Vergleich zu der Third-Person-Ansicht. Aber mir macht es halt einfach Bock und dann nehme ich es auch in Kauf, dass ich verliere. Ganz ehrlich, weil es mir einfach anders selber Bock macht. Ich habe eh kein Problem mit Verlieren, ganz ehrlich. Es gibt ja Leute, die rasten da immer so total aus, wenn sie verlieren. Zum Beispiel meine Freundin. Hust, hust, hat keiner gehört. Mir ist das komplett egal. Hauptsache, ich habe Spielspaß. Es ist mir immer wichtiger, als irgendwie alles perfekt zu machen oder. Hauptsache, es macht Bock. Hauptsache, es macht Bock. Oh, erstes Teil sitzt von den Deckenelementen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich weiter betonieren müssen. Oder auch GTA. GTA, immer Ego-Perspektive. Rumschießen, Ego-Perspektive. Man sieht zwar in der Third-Person-Ansicht viel mehr und viel besser. Das ist mir komplett egal. Ich brauche einfach das Ego-Feeling. Keine Ahnung warum. Ich nehme es halt da wirklich auch in Kauf, dass ich verliere. Das ist mir komplett egal. Und theoretisch auch jeder Bus-Simulator ist einfacher in der Außenperspektive zu fahren, weil man da einfach genau sieht, wo der Bus um die Kurve kommt hinten oder. Man kann einfach viel besser einplanen eigentlich, wo man rumkommt. Das andere muss man im Gefühl haben. Wenn man in der Ego-Perspektive im Bus oder LKW fährt, muss man es einfach im Gefühl haben, wo das Fahrzeug rauskommt. Aber es macht halt einfach viel mehr Bock, so Spiele in Ego-Perspektive zu spielen, finde ich. So, ich sehe jetzt überhaupt nicht, wo mein Haken gerade hängt. Der hängt zu tief unten. So muss es sein. Gut, dann können wir wieder in die Ego-Perspektive wechseln. Ja, manchmal muss man hier einfach umswitchen, weil man einfach durch diese Stangen nicht genau sieht, wo ist man jetzt eigentlich direkt. Man hat ja keinen Einweiser. Das fehlt so ein bisschen. Man müsste halt hier wirklich mit dem Kopf so ein bisschen nach vorne sich neigen können oder nach hinten, damit man diese Stangen umgucken könnte. Geht halt im Spiel leider nicht. Leider nicht. Noch nicht. Wer weiß, was noch alles kommt. Okay, das hat sich schon mal gut angehört. Ja, hat sich auch wieder gut angehört. Jetzt hängt's. Ja.
Aber wenigstens kriegt man mit diesem Sound so ein kleines Feedback, ob es schon passt oder nicht. Und dann muss man halt den Haken mal ausschwingen lassen oder nochmal ein bisschen justieren, bis das Geräusch wiederkommt. Das ist kein Problem, das hilft dann schon ganz gut. So, haben wir noch ein weiteres Deckenelement dann nach dem. Und dann haben wir alle platziert fürs Erste. Ich denke mal, das Spiel wird da noch ein paar mehr hinzufügen. Und dann mal schauen, ob wir betonieren müssen oder nicht. Für die große Fläche wird sich auch schon wieder fast die Betonpumpe lohnen, weil die einfach dann, glaube ich, kostengünstiger wäre, als ständig mit dem Kübel Beton nachzukaufen. Aber es ist mir halt auch ziemlich egal, ob wir da jetzt ein bisschen mehr Geld verlieren oder nicht mit dem Kübel. Ich finde es einfach ein bisschen angenehmer und dann, ja, warum soll ich das machen, was ich ein bisschen unangenehmer finde, wenn es auch was gibt, wo es angenehmer mitklappt. So, Decke betonieren ist auch nicht ganz so viel, weil da hinten das Teil wurde schon betoniert. Klar, wenn ihr vielleicht selber spielt, dann macht ihr das vielleicht so, dass ihr jeden Cent spart, aber ich mach's halt so, wie es am angenehmsten für mich ist. Und da es hier bei dem Spiel wirklich nicht auf jeden Cent ankommt, kann man auch mal ein bisschen Geld rausschmeißen. Finde ich auf jeden Fall. Es macht halt nichts, wenn man jetzt da ein paar Euro mehr für bezahlt. Dafür habe ich mehr Spaß. Und mehr Spaß ist ja viel wertvoller als jedes Geld der Welt. So, haben wir auch schon 16%. Es wird. Wir haben jetzt zwar so ein paar kleine Lücken gelassen, aber die können wir notfalls gleich dann nochmal nacharbeiten. Mit unserem schaukelnden Kübel. Aber das Schaukeln ist gut, weil dann tun wir gleich einen breiteren Bereich mit abdecken. So, der Kübel ist, glaube ich, leer. Im leeren Kübel kann man nicht ganz so viel betonieren. So, dann würde ich den jetzt gerne drehen und dann wieder weiter die Schaukeltaktik anwenden. Immer schön zickzack langsam nach links fahren. Ich glaube ja, dass Kranführer so ein wirklich geiler Job eigentlich ist. Ich glaube ja wirklich, dass Kranführer eigentlich voll der geile, gechillte Job ist. Klar, bestimmt auch öfters mal anstrengend mit komischen oder schweren Lasten. Aber so an sich, erstens die Aussicht, was man in so einen Turmtrick ran hat, ist ja schon mal cool. Und dann diese ganzen Frachtenheben und so weiter und so fort. Ich stelle mir das schon richtig cool vor, muss ich sagen. Auch Mobilkranführer. Allein was da für eine Technik drin ist, finde ich richtig krass interessant, muss ich sagen. Und was für eine Power und Kraft die Dinger einfach haben, ist... Also ich finde es wirklich Wahnsinn. Richtig interessant, ehrlich gesagt. Gerade vorhin auf TikTok ein Video gesehen, da hat einer so ein bisschen die Technik von so einem Mobilkran erklärt und was da wirklich alles an Technik drin steckt. Wahnsinnssache. So, Baustelle räumen. Haben wir somit getan. Sollen wir wieder ein bisschen Material verteilen. Okay, okay, okay. Die Betonträger. Ich muss gerade nochmal Nase putzen. Kleinen Moment, bitte. So, wieder da.
Ja, und ihr wisst ja auch, ich stehe total auf große Fahrzeuge. Ob's Trecker ist, LKW, Bus, dank Bausimulator stehe ich jetzt auch ein bisschen auf Mobilkräne, muss ich sagen, weil das sind ja auch eigentlich voll die riesen Viecher. Finde ich auch richtig krass mittlerweile. Sind auch schon richtig krasse Teile, finde ich, mittlerweile. Also, ja, Bausimulator hat so ein bisschen die Interesse an Baumaschinen geweckt, muss ich zugeben. So, da haben wir die ersten Betonträger verteilt, aber ich will gerade wieder mal die Sicht wechseln. Ihr kennt's ja mittlerweile. Tommy arbeitet gerne in Ego-Perspektive. So. Ganz so viel müssen wir nicht verteilen. Wir haben auch nicht mehr ganz so viele da. Noch 4 Sachen insgesamt dann. Die kommen dann hier vorne links hin. Haben wir schnell verteilt. Ja, dann sind wir auch bald Bauprofi für alles Mögliche. Wir haben schon Häuser gebaut, große Häuser, große Gebäude. Wir haben Parkanlagen gebaut, wir haben Vorplätze gebaut, zum Beispiel Rathausvorplatz in der EU-Kampagne. Wir haben dann einen Solarpark haben wir schon gebaut. Wir haben jetzt bald ein Wasserkraftwerk gebaut. Also wirklich von allem Möglichen eigentlich was dabei. Wir haben auch schon ein Parkhaus gebaut. Mit Glasscheiben außenrum. Anscheinend zahlt man gerne für die Lüftung. Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls sehr, sehr, sehr viele interessante Projekte dabei. Auch Designerprojekte wie Containerhotels und so weiter und so fort. Also ich werde mich dann wahrscheinlich bald irgendwo auf den Bau bewerben und dann... schreibe ich da rein in meine Erfahrung, ich habe 100 Stunden lang Bausimulator gezockt. Ich kann alles. Ich kann alles, aber nichts richtig. Ja, kommt bestimmt gut an. Ja, normalerweise mit 100 Stunden Bausimulator-Erfahrung müsste man eigentlich direkt in die Chefetage befördert werden. Schließlich hat man ja dann wirklich alles Mögliche gebaut. Außer irgendwelche Hochhäuser, das fehlt noch. Ja, bauen wir einfach mal so einen Main Tower nach oder Commerzbank Tower. Oder die neuen Fort Frankfurt Gebäude, die gerade gebaut werden. Oder. Es wäre halt auch so ein heftiges Projekt, wenn man sowas tatsächlich im Bausimulator bauen würde. Einfach mal so ein paar hundert Meter hohes Hochhaus. Ein Wolkenkratzer. Wäre auf jeden Fall auch was anderes. Ich glaube, das würde den Rahmen vom Bausimulator ein bisschen sprengen. So, wir sollen Material liefern. Ich habe zufälligerweise schon mal hier unseren Auflieger und die Zugmaschine. Heißt immer jetzt einfach eine Schnellreise mal zu der Fertigwandfabrik. Die haben wir hier. Kriegen wir automatisch beladen, das weiß ich mittlerweile. Oder habe ich mir mittlerweile gemerkt. Und ja, dann geht's wieder zurück zur Baustelle und haben wir dann erst um die 30% abgeschlossen. Ach du Kacke. Ich glaube, dieses Wasserkraftwerk nimmt noch sehr viel Zeit in Anspruch, so wie es aussieht. Außer die Prozente springen jetzt hoch. Oder ist es wieder so ein Projekt, wo einfach dann bei 60-70% vorbei ist. Ich kann nichts ausschließen. Lass uns da wie immer überraschen. So, mal gucken, ob alles... Anzahl Pakete 4, das ist natürlich ganz schön unpraktisch. Ja, wir sind bei Option D. Kann ja eigentlich nur sein. Wenn man nach dem Alphabet geht, und das geht ja nach dem Alphabet. Dann kaufen wir das erstmal, Pakete laden. Aber sicher ist sicher, man weiß ja nicht, ob das Spiel da irgendwann mal einen Fehler drin hat und dann kauft man das falsche Paket und dann fährt man nochmal und. Hieß es nicht, es sind 2 Pakete? Oh Mann. Na gut. Oder muss ich beide einzeln beladen? Ich habe gerade nicht richtig gelesen, muss ich zugeben. Ah, Pakete übrig. Ja, Paket laden. So. Ich habe gerade auch falsch geguckt. Jetzt müssten beide Pakete geladen sein.
Ja, perfekt. Ist natürlich wieder komplett übertrieben, der Auflieger, aber wie gesagt, dieses Auflieger-Wechseln finde ich immer ein bisschen, ja, nervig ist das falsche Wort, aber es kostet halt Zeit für eigentlich nichts und wieder nichts. Also es, ja, man kann es auch einfach so machen. Ich weiß schon, warum das Spiel den Multi-Auflieger wirklich für jede Fracht vorschlägt, weil man wirklich einfach jede Fracht damit transportieren kann, ohne nervig den Auflieger irgendwie zu wechseln. Und es kommt halt auch fast bei jedem Auftrag vor, dass man für irgendeine Sache doch am Ende den Multi-Auflieger braucht, also kann man den auch einfach gleich dran lassen. Auch wenn ich ihn nicht mag. Es ist natürlich die andere Sache. Mir sind die anderen Auflieger einfach viel, viel lieber. Ah, jetzt habe ich vergessen. Nein, falsche Richtung. Ich kann ja die Transportsicherung entfernen. Dann können wir einfach direkt die vom Auflieger runterheben. Transportrahmen entsichern. Ich wollte gerade sagen, schafft er es auf dem Auflieger nicht. Das wäre natürlich jetzt auch wieder ein Highlight gewesen. Okay, hier der Transportrahmen ist fast leer. Da ist ja die Hälfte nicht ausgefüllt. Na gut, da haben wir gar nicht so viel. So ein teures Wasserkraftwerkprojekt und dann haben die einfach so Holzwände. Naja. Irgendwo muss man ja Geld sparen. So, Wand 1. Heben wir gerade mal raus aus der Halterung. Kommt auch direkt hier vorne hin, das ist natürlich praktisch. Ja, die haben wieder diese Nasen an der Seite. Man könnte theoretisch die Wände da passend reingleiten lassen. Und in dem Fall ist es tatsächlich passend reingekleidet. Perfekt. Das hatten wir auch noch nie. Aber ich glaube, ich habe es immer nur probiert, wo rechts und links schon Wände waren. Und auf irgendeiner Seite hat es dann einfach immer geklemmt. Es ging einfach nicht anders. Da musste man das Spiel jetzt automatisch reinsetzen lassen. Ich bin nur gerade am Schauen. Die Wand kommt anscheinend dahin. Und auch noch umgedreht, wenn ich richtig sehe. Die Nase ist, glaube ich, Richtung Wand, die betoniert werden muss. So. Gut, dann haben wir den ersten Transportrahmen schon mal leer. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Würde mich mega freuen und mega unterstützen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.